mit dem Segen des Herrn unter der Schutz der Gottesmutter und dann der Gebete der Heiligen Spirit und Justin versammelten wir uns in diesem heiligen Kloster, um uns mit ausgewählten Aspekten der orthodoxen Theologie und Tradition zu befassen. Zumindest wurde mir die Ehre zuteil, unser Treffen zu eröffnen und dabei den großen Schatz des griechischen Erbes im Christentum zu ertasten, und zwar insbesondere im Hinblick auf die Verwendung bestimmter philosophischer Begriffe in der Theologie. Philosophie wird als Liebe zur Weisheit übersetzt. Und Weisheit ist die Fähigkeit des Menschen, Erfahrung und Wissen zu vereinen, um richtige Urteile zu fällen und richtige Entscheidungen zu treffen. Diese Eigenschaft ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Mensch eine vernunftbegabte Seele hat, denn so hat Gott ihn geschaffen. Selbst der Sündenfall hat die Logik der Menschheit nicht beseitigt, sondern nur getrübt. Und Gott selbst hat nie die vorchristliche und nichtchristliche Weisheit einiger Menschen oder ganze Völker abgelehnt. Ähnliche Zeugnisse finden wir auch in der Heiligen Schrift. So zum Beispiel bezeugte der heilige Erzmärtyrer Stephanus vor dem Hohen Rat. Und er sagt: Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet, und er war mächtig in seinen Worten und Taten. Und über den Apostel Paulus heißt es: Er redete nun in der Synagoge zu den Juden und den Gottfürchtigen und auf dem Markt jeden Tag zu denen, die gerade zugegen waren. Es ließen sich aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen mit ihm ein. Und etliche sagten: Was will doch dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Er scheint ein Verkündiger fremder Gottheiten zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn auf den Areopag und sagten: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst befremdliche Dinge vor unsere Ohren. So wollen wir nun erfahren, was das sein mag. Die Athener alle nämlich und die Fremden, die sich dort aufhielten, hatten für nichts anderes Sinn, als etwas recht Neues zu sagen oder zu hören. Da trat Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe an allem, dass ihr recht viel Scheu vor den Göttern habt. Dann, als ich umherging und eure Heiligtümer besichtige, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift stand: dem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch lässt er sich von Menschenhänden Dienst erweisen, als ob er noch etwas bedürfte, während er selbst allen Leben und Atem und alles gibt. Und er hat von einem Menschen alle Völker abstammen und sie auf dem ganzen Erdboden wohnen lassen und hat im Voraus ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie Gott suchten, ob sie ihn wohl spüren und finden möchten, da er doch nicht fern ist von einem jeder unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben: Seines Geschlechtes sind wir ja auch. Gemeint ist vorzüglich Aratus aus Sizilien, der im 3. Jahrhundert vor Christus lebte. Die angeführten Worte beziehen sich bei ihm auf die Abstammung aller Menschen von Zeus, dem höchsten Gott der Griechen. Und im Evangelium nach Johannes lesen wir: Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um am Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und ersuchten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und wiederum Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde.
Und tatsächlich wurde die Verherrlichung des Menschensohnes und durch ihn des dreieinigen Gottes mittels des kulturellen Beitrags der griechisch-römischen Welt jene Zeit erreicht, in der alle Völker, die im Mittelmeerraum lebten, auf eine Offenbarung eines Errettergottes warteten. Der Beitrag der antiken griechischen Kultur bis dahin spiegelt sich in folgenden Punkten wider: Wissenschaften, Politik, Ethik, Kunst, Bildung, Sport. Im Kontext der Wissenschaften ist die Philosophie für uns von besonderer Bedeutung, da sich aufgrund der Verwendung ihrer Begriffe bis heute die Frage stellt, ob das Christentum hellenisiert oder der Hellenismus christianisiert wurde. Die Rolle der Philosophie und der Bildung im Allgemeinen bestand in der Antike darin, die Seele von Phänomenen zu Konzepten, also zum Wesentlichen, zu führen. Die Geomorphologie der Landflächen des Mittelmeerbeckens und sein mildes Klima waren günstige Faktoren für die anfängliche Entwicklung der Siedlungen und dann für die Organisation der Stadtstaaten der griechischen Gebiete, insbesondere in Kleinasien, Süditalien und Sizilien. Die Entstehung der Stadt mit all ihrer architektonischen Gestaltung verleiht dem griechischen Denken und der griechischen Lebensweise einen spezifischen Inhalt. Der Bauplan der Stadt spiegelt die logische Struktur und Ordnung des Universums wider. Die Straßen sind gleich und kreuzen sich im rechten Winkel. Das Zentrum ist der Markt als öffentlicher Treffpunkt für Bürger, die über theoretische und praktische Fragen des Lebens diskutieren und entscheiden. Der Mensch ist der Mikrokosmos, während die Stadt der Makrokosmos ist. Wie in jedem Menschen müssen auch in der Stadt das Rationale, das Emotionale und das Wünschenswerte harmonisch in Einklang gebracht werden. Aus welcher philosophischen Schule auch immer der antike Grieche stammt, akzeptiert er vorbehaltlos den Grundsatz, dass die universelle und göttliche Ordnung mit ihrer kosmischen Gerechtigkeit und zentralen Gewalt zu den Dingen gehören, die nicht von der Struktur der Stadt getrennt werden können. Deshalb ist die Stadt mit ihrer Gesellschaft ein fruchtbares Umfeld für die Entwicklung von Sprache und Philosophie. Der griechische Geist sieht die Welt als eine funktionale Einheit, deren Glieder und Teile ein einheitliches Ganzes bilden. Der Mikrokosmos und der Makrokosmos sind keine konkurrierenden Realitäten, sondern unterschiedliche Widerspiegelungen einer und derselben Realität. Das Verständnis dieser Realität, die Untersuchung ihres Ursprungs und ihrer Struktur sowie der Gesetze, die sie durchdringen und formen, ist für den griechischen Intellekt von entscheidender Bedeutung, da es der individuellen und sozialen Existenz einen Sinn verleiht. Was auch immer existiert, existiert für sich und aus sich selbst. Also ist keine Schöpfung aus dem Nichts, eine Entstehung einer Sache aus dem Nichts, nicht denkbar. Dies ist die Schlüsselstellung nicht nur für die monistische, sondern auch für die dualistische Philosophie. Das heißt, sowohl Philosophie des Werdens als auch für die Philosophie des Seins bzw. des Seienden. Wenn die Griechen von der Erschaffung der Welt sprechen, meinen sie ausschließlich ihre Ausformung und schöne Gestaltung. Im Denken Platons ist zum Beispiel das Gewordene, das heißt die Materie, aus der alle Lebewesen hervorgegangen sind, ungeschaffen. Ebenso wie das Ungewordene, das heißt die geistige Welt. Das Gewordene, auf Griechisch geniton, verändert sich bloß und ist instabil, vom Verb gegneste, werden, während das Ungewordene, ageniton, dauerhaft und unveränderlich ist, das heißt, es wird nicht, ugegneste. Daher ist es das Gestaltungsprinzip des Gewordenen. Und die Philosophen der stoischen Schule drücken den gleichen Gedanken aus, indem sie die Begriffe Pion, das Schaffende, und Paschon, das Leidende, verwenden. Die Materie, das sinnlich Wahrnehmbare, existiert bereits genau wie die Idee,
das Vorstellbare. Folglich wird das Schaffen mit der Gestaltung und Formung gleichgesetzt, was bedeutet, dass die bereits vorhandene Materie von der Unordnung in die Ordnung getrieben wird. Wenn in der orthodoxen Lehre von Gewordenem und Ungewordenem die Rede ist, ist damit ausschließlich und nur das Geschaffene und das Ungeschaffene gemeint. Der Begriff des Geschöpfes beschränkt sich nicht nur auf die sichtbare Materie, wie in der griechischen Philosophie, sondern bezieht sich auch auf die unsichtbare Schöpfung, also die Seele und die Engel. Nach dem christlichen Verständnis, ausgedrückt durch die Feder von Johannes von Damaskus, ist Philosophie Wissen über die Natur der Wesen, sogar Wissen über göttliche und menschliche Dinge, das heißt die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Darüber hinaus ist Philosophie Freundschaft mit der Weisheit oder Liebe zu ihr. Die wahre Weisheit aber ist Gott. Folglich ist Liebe zu Gott die wahre Weisheit. Und der Heilige Vater fährt fort. Philosophie ist in das Theoretische und das Praktische unterteilt. Das Theoretische in das Theologische, das Physiologische und das Mathematische. Das Theoretische ist also das, was das Wissen schmückt. Das Theologische ist zu verstehen als das Unkörperliche und Unstoffliche. In erster Linie Gott, der wirklich unstofflich ist. Und dann Engel und Seelen. Die gesamte Schöpfung, ob sichtbar oder unsichtbar, existiert nicht wie die Materie nach dem griechischen philosophischen Konzept aus sich selbst, sondern verdankt ihre Existenz allein dem Ungewordenen, das heißt dem ungeschaffenen Schöpfer, dem einen Gott in der Dreiheit. Die Annäherung an das geoffenbarte Mysterium der für die Philosophie nicht fassbaren heiligen Dreiheit und ihre Beschreibung geschieht dennoch durch die Verwendung philosophischer Begriffe. Daher mussten viele Abhandlungen von den Kirchenvätern verfasst werden, um die etablierten philosophischen Begriffe von ihrem manchmal ketzerischen Hintergrund und ihren ungewünschten Implikationen zu reinigen, insbesondere wenn sie nicht der Heiligen Schrift entnommen waren, wie es beim Begriff Omousios, das bedeutet Wesensein, der Fall ist. Der Begriff hat seinen Ursprung im platonischen philosophischen System und hat mit dem neuplatonischen Konzept der Emanation zu tun. Gott und seine Emanationen, der Geist und die Psyche, sind dieselben Sphären, das heißt ontologische Ebenen der Realität. Dieser Begriff wurde zum ersten Mal von den christlichen Vätern im Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel verwendet, um auszudrücken, dass die zweite Person der Heiligen Dreiheit, die Sohn und Wort Gottes ist, dasselbe göttliche Wesen wie Gott der Vater hat, von wem sie geboren ist. Wesensseins also bedeutet von derselben Natur. Wenn in der christlichen Theologie die Begriffe Wesen, Usia, oder Natur, Physis, sowie Hypostase, Hypostasis oder Person, Prosopon, synonym verwendet werden, handelt es sich eindeutig um die Übernahme alter philosophischer Begriffe. Es muss jedoch betont werden, dass diese Synonymie für die griechischen Philosophen nicht galt. In der Philosophie der klassischen Ära wird das Wesen, Usia, mit dem Existenz, Hyparxis, identifiziert. Als Ergänzung sei hier erwähnt, dass in den ersten christlichen Jahrhunderten eine ähnliche Identifizierung bei der Übersetzung des Begriffs Hypostase in die lateinische Sprache vorherrschte. Hypostase wurde mit Substantia übersetzt, obwohl es die Bedeutung von Wesen hatte. Die Einführung und Unterscheidung der Begriffe Wesen und Hypostase geht auf die kappadokischen Väter zurück, da sie sich auf die aristotelische Unterscheidung zwischen erstem und zweitem Wesen stützten. Das erste Wesen bei Aristoteles ist die konkrete individuelle Existenz, die in der christlichen Theologie Hypostase oder Person genannt wird. Was ähnlichen Wesenheiten gemeinsam ist, nennt Aristoteles zweites Wesen, während es in der Theologie Wesen oder Natur genannt wird.
Laut Johannes von Damaskus, der die Lehren und Traditionen der früheren Väter formuliert, ist das Wesen eine selbstgenügsame Sache, deren Existenz nicht einem anderen zu verdanken ist. Also ist sowohl Gott als auch jedes Geschöpf Wesen, obwohl Gott das überwesentliche Wesen ist. Auch der Begriff Person, Prosopon, musste hinsichtlich seines christlichen Gehalts geklärt und von seinen ketzerischen Implikationen befreit werden, die mit der Tatsache verbunden war, dass in der Antike die Maske, Imaska, die die Schauspieler im Theater trugen, als Gesicht, Prosopion, bezeichnet wurde. Den gleichen Begriff verwendete der Ketzer Servilius, wenn er sich auf die Heilige Dreiheit bezog. Ihm zufolge ist Gott eine Hypostase, eine Person, die manchmal als Vater, manchmal als Sohn und manchmal wieder als Heiliger Geist erscheint. Die drei göttlichen Personen, Prosopa, sind laut Servilius einfach und nur die drei Masken, die drei Gesichter, Prosopia, unter denen Gott in der Welt und Geschichte erscheint. Im Alten Testament erscheint derselbe Gott als Vater. Während seiner irdischen Gegenwart wird er Sohn genannt. Und seit Pfingsten ist er als der Heilige Geist bekannt. Um das Risiko einer Gleichsetzung dieses Begriffs mit seiner altgriechischen Bedeutung und der damit verbundenen ketzerischen Schlechtgläubigkeit zu vermeiden, betont Basilius der Große, dass neben dem Hinweis auf die Unterschiede zwischen Personen auch darauf hingewiesen werden muss, dass jede Person in ihrer eigenen wahren Hypostase oder Existenz existiert. Die Verwendung all dieser Begriffe mit einheitlichem Sinn und Inhalt fand in der damaligen christlichen Welt keine schnelle und absolute allgemeine Akzeptanz, weil die lokalen Traditionen in der Verwendung dieser Begriffe eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielten. Diese Tatsache führte manchmal zur Entstehung von Häresien, wie es bei der Fehlinterpretation des bekannten Satzes des heiligen Cyril, Erzbischofs von Alexandria, Mia physis tu theologu se sarcomeni, eine fleischgewordene Natur des Wortes Gottes, geschah. Als der heilige Cyril den Begriff Natur verwendete, meinte er die Hypostase des Wortes Gottes. Die Fehlinterpretation dieses Satzes führte zur Entstehung des Monophysitismus, dazu jedoch ausführlicher bei einer anderen Gelegenheit. Sogar der Begriff Logos oder Wort hat einen philosophischen Ursprung und eine philosophische Verwendung bereits bei Heraklit. Dieser bedeutende vorsokratische Philosoph Kleinasiens ist der Ansicht, dass die tiefe Natur der Dinge durch das Wort Logos, das alles regiert, bestimmt und zusammengehalten wird. Der Logos ist kein Schöpfer, sondern nur Gestalter der Materie. Und er ist die Essenz des Schicksals. Und das Schicksal regelt den evolutionären Verlauf der Welt. Dieser Logos setzt der Bewegung aller Wesenheiten Grenzen und sorgt so für ein inneres Gleichgewicht. Die Stoiker übernehmen die Verwendung dieses Begriffs von Heraklit. Für die Stoiker ist das Universum ein einziger Organismus, der durch die universelle Vernunft, Logos, die Fortpflanzungskraft der Welt zusammengefügt und regiert wird. Die universelle Fähigkeit wird durch den Begriff Spermatikos ausgedrückt. Für die Stoiker ist das Pyr-Aison, immer lebendiges Feuer des Heraklit, das feurige Wort, das die Welt und alle Wesen zusammenhält. Von der Philosophie gelangt der Begriff Logos oder Wort in die christliche Terminologie und erhält in ihr seine eigentliche Bedeutung und seinen eigentlichen Inhalt. Das Wort wird nicht mehr als etwas Intellektuelles betrachtet, sondern nimmt eine ontologische und historische Dimension an. Das Wort ist nicht länger etwas Ätherisches und Unfassbares für den Menschen, sondern wird zugänglich und lässt an sich teilnehmen in der Person des Wortes Gottes. Die Inkarnation des Wortes bedeutet die historische Gegenwart des Schöpfers in der Schöpfung, den zeithaften Eintritt des zeitlosen Schöpfers in die Schöpfung.
Zunächst führt der Evangelist Johannes mit "Im Anfang war das Wort" den umstrittenen Begriff in die Theologie der Kirche ein und deutet ihn um. Auch wenn der heilige Apostel Paulus in seinen Briefen den Ausdruck "das Wort Gottes" nicht benutzt, ist es doch klar, dass in der Person des historischen Jesus der ewige Sohn und das Wort Gottes offenbart ist und wird, durch den alles geworden ist. Die Lehre vom Wort Gottes war auch für die Apologeten die Grundlage, auf die sie sich bei ihrem Versuch stützten, den christlichen Glauben den damaligen Intellektuellen vorzustellen. Nach dem einstimmigen Zeugnis der antignostischen Väter ist das Wort Logos die zweite Person der Heiligen Dreiheit, die schon immer mit dem Vater existierte, da der Vater weder wortlos, noch vernunftlos, noch unweise, noch schwach, noch ratlos war. Ein charakteristisches Merkmal der alexandrinischen Theologie ist die Tatsache, dass sie die Erkenntnis Gottes, die göttliche Inspiration der Heiligen Schrift und sogar die allegorische Interpretationsmethode, die sie verwendete, auf die Inkarnation des Wortes stützte. Die kappadokischen Kirchenväter übernahmen den Begriff Logos als den am besten geeigneten Begriff für die zweite Person der Heiligen Dreiheit. Die philosophische Ausbildung der Kappadokier kam ihnen bei der Formulierung der kirchlichen Lehre zugute, ohne dass diese Lehre durch den Einfluss von der Philosophie beeinträchtigt wurde. Was wir bisher gesagt haben, bezieht sich hauptsächlich auf die göttliche Realität. Doch wie verhält sich Gott zur Welt? Wie erschafft der Schöpfer? Hat die Schöpfung eines göttlichen Schöpfers auch eine göttliche Natur? Und hier wenden wir uns wieder der Philosophie zu, und zwar den Aristoteles. Ihm zufolge existiert das, was noch nicht verwirklicht oder aktualisiert wurde, potenziell, Dynami, während das Ergebnis eines schöpferischen Akts bereits aktuell, en ergo, im Werk ist. Das heißt Energie, energetisch. Das Wort Energie, Energia, drückt die gesamte Arbeit aus, die geleistet werden musste, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. In der neuplatonischen Philosophie ist Energie eine natürliche und notwendige Manifestation des Wesens des Einen oder des Nous, die lediglich dem Prozess der Emanation dient. Dieses Wort wird in der Theologie des heiligen Athanasius des Großen und der kappadokischen Väter mit einer anderen Bedeutung gebraucht. Ganz im Gegensatz zum philosophischen Verständnis, das Wesen und Energie identifiziert, unterscheidet die christliche Theologie zwischen diesen beiden Konzepten. Kein Wesen, vor allem das göttliche Wesen, kann tatlos und willenlos sein, und Energie ist die Bewegung des Willens eines Wesens. Das Geschaffene kann nie das göttliche Wesen erkennen, aber es kann seine Energie erkennen und an dieser Energie teilhaben. Gott ist eine ungeschaffene Natur und ihre Handlungen bzw. Energien sind ungeschaffen, aber die Ergebnisse dieser Handlungen oder Energien sind erschaffen. So erweist sich jede philosophische Lehre über die Verwandtschaft des Menschen mit Gott oder dem Göttlichen im Allgemeinen als unrichtig. Die bildliche Sprache der Heiligen Schrift wird anhand der theologischen Sprache der Heiligen Väter unter Verwendung philosophischer Terminologie analysiert. Die Verwendung philosophischer Begriffe in der christlichen Theologie warf auch ein anderes Problem auf: die Kollision zwischen dem gewöhnlichen philosophischen Inhalt der Begriffe und der offenbarten göttlichen Wahrheit der Kirche. Falsche Interpretationen der göttlichen Offenbarung und eingedrungene Lehren führten dazu, dass die Erfahrung der Kirche klar formuliert werden musste, um die Wahrheit präziser zu umreißen und die Gläubigen vor den schädlichen Folgen einer Abweichung vom Heilsweg zu schützen. Die ökumenischen und lokalen Synoden spielten diese Rolle der Verkündigung des richtigen Glaubens und der Abgrenzung zwischen dem Wahren und dem Falschen. Auf diese Weise sah die Kirche sich im 4. Jahrhundert genötigt, ihre Lehre von der Dreieinheit Gottes öffentlich darzulegen, da die damaligen Ketzer
die Koexistenz der drei göttlichen Personen in Frage stellten. Das Ergebnis dieses Kampfes der Kirche ist das Glaubensbekenntnis von Nicea Konstantinopel, das ursprünglich auf dem ersten ökumenischen Konzil in Nicea im Jahre 325 formuliert wurde und seine endgültige Form auf dem zweiten ökumenischen Konzil in Konstantinopel im Jahre 381 annahm. In dieser Form ist es auch heute noch in der orthodoxen Kirche gültig. Auch das einzig Neue unter der Sonne, das heißt die Tatsache der Menschwerdung des Sohnes und Wortes Gottes, war der Stein des Anstoßes für diejenigen, die dem Aristoteles folgend davon überzeugt waren, dass zwei Vollkommene nicht eins werden können. Diotelia engeneste usinate. Es schien ihnen unvorstellbar und unmöglich, dass die Vollkommene, das heißt die vollständige göttliche Natur, und die vollkommene, vollständige menschliche Natur in der einen Hypostase der inkarnierten zweiten Person der Heiligen Dreiheit vereint sein können. Aus diesem Grund hegten sie Zweifel in Bezug auf die Person der Gottesgebärerin und nannten sie Christotokos, Christusgebärerin, da sie angeblich einen bloßen Menschen Jesus, den sogenannten Christus, zur Welt brachte, in den irgendwann eine göttliche Kraft eindrang. Dieses Thema wurde von dem dritten ökumenischen Konzil in Ephesus im Jahre 431 behandelt. Die Ketzer waren auch nicht in der Lage, die Lehre der Kirche über die Vereinigung der göttlichen und menschlichen Natur in Christus unveränderlich, unvermischt, unteilbar und untrennbar anzunehmen, wie es im vierten ökumenischen Konzil in Chalcedon im Jahre 451 formuliert wurde. Alle anderen Heresien und die Synode, die mit diesen Heresien konfrontiert waren, entstanden aus diesen trinitarischen und christologischen Streitigkeiten und den Antworten darauf. Und was können wir da über das Verhältnis von Philosophie zur Theologie damals und heute sagen? Brauchen sie einander? Liegen sie miteinander im Streit? Schließen sie sich gegenseitig aus? Und letztendlich, braucht der moderne Mensch überhaupt die eine oder die andere? Nach der antiken griechischen Weltanschauung ist Philosophie die universelle Sicht auf die Wirklichkeit, die einerseits alle einzelnen Teile des Erforschbaren vereint und andererseits der geistigen Formung des Menschen dient. Philosophie wird auch als interpretierende Tätigkeit des menschlichen Geistes bezeichnet, die versucht, das Besondere mit dem Universellen zu vereinen und Sinn und Bedeutung aller Dinge und alles Wissens aufzudecken. Was diesen interpretativen Aspekt der Philosophie betrifft, so wird ein philosophisches System nicht durch ein anderes negiert, unabhängig davon, ob es übernommen wird oder nicht. Laut einem unserer zeitgenössischen griechischen Theologen, Nikolaos Matsoukas, ist die Vielfalt im philosophischen Denken nicht nur kein Beispiel für die Schwäche und Minderwertigkeit der Philosophie, sondern vielleicht das einzige Gut, das die Größe des Menschen sichert. In unserer fragmentierten und informationssatten Welt macht sich die Notwendigkeit einer realitätsvereinheitlichenden Tätigkeit deutlich, dass die Philosophie dem Menschen und der Gesellschaft auch heute noch viel zu bieten hat. Welchen Platz hat die Theologie unter diesen Umständen? Braucht sie noch der Mensch des 21. Jahrhunderts? Theologie ist das Wort Gottes an den Menschen, das heißt, was Gott dem Menschen über sich selbst offenbart. Darüber hinaus ist Theologie auch die Rede des Menschen zu Gott und über Gott, also auch ein Dialog sui generis zwischen Gott und Menschen. Ohne das Bewusstsein für die Existenz und Gegenwart Gottes in der Welt irrt und wandert der Mensch in dieser Welt umher, sei er auch ein Philosoph, denn keine Philosophie, kein philosophisches System gibt dem Menschen Gewissheit über seinen Ursprung und seine Bestimmung, geschweige denn über die Vereinigung mit dem Schöpfer der Welt und des Menschen.
Deontologischen Fragen woher, wohin und wozu beschäftigen den Menschen seit jeher und die Theologie will und kann ihm die eindeutigen Antworten geben. Deshalb wird auch für den modernen Menschen die Notwendigkeit der Theologie deutlich. Die griechische philosophische Sprache ist organisch mit den Inhalten der christlichen Lehre verbunden und bildet so den Ausdruck der Theologie. Die dogmatische Lehre der orthodoxen Theologie ist kein Produkt der menschlichen Reflexion, aber es wird mit Hilfe von Reflexion formuliert. Daraus können wir schließen, dass die Philosophie der Theologie, eigene Begriffe und Konzepte bietet, die, wie wir oben gesehen haben, als Werkzeuge zur Formulierung der offenbarten Wahrheit über die biblischen Bilder hinaus dienen. Andererseits bietet die Theologie der Philosophie den wahren Sinn und hilft ihr, ihr Ziel zu erreichen, das heißt das Wissen als Leben, nicht einfach als Theorie, der ersten Prinzipien und Ursachen. Die Welt ist nicht ewig, wie die Philosophen dachten. Die menschliche Seele ist eine Schöpfung Gottes, die von sich aus kein Anteil an der göttlichen Natur hat. Und der Übergang des Menschen vom Abbild, Katikona, zur Verähnlichung, Kathomiosyn, erfolgt durch die aktive Teilnahme des Menschen an den ungeschaffenen göttlichen Energien, nicht durch Kontemplation, Meditation oder leibliche Askese nach philosophischer Art und Weise. Philosophie und Theologie als Produkte und Früchte des menschlichen Geistes und des Seienden sind objektiv und frei von Verurteilen, sodass jeweils gegenseitig Respekt und Zusammenarbeit zwischen ihnen immer möglich und sogar wünschenswert ist. Den Anhängern und Liebhabern dieser beiden genügt es, objektiv und vorurteilsfrei nach der Wahrheit zu suchen und ihr zu dienen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Christentum, besonders in seiner orthodoxen Version, die philosophischen Wahrheiten der griechischen Antike als nützlich für das spirituelle Leben akzeptiert und die Philosophen selbst manchmal sogar auf den Auswänden von Kirchen darstellt. Sicherlich nicht als Heilige, sondern als weise Menschen, die die Wahrheit Gottes verstanden. Ein solches Beispiel gibt es im Großes Meteorokloster in Griechenland. Nun schließen wir unseren Bericht ab mit den Worten des heiligen Basilius des Großen an junge Menschen darüber, wie man aus den griechischen, das heißt den nichtchristlichen Schriften, spirituellen Nutzen ziehen kann. Und auch wir müssen daran denken, dass uns der größte Kampf aller Kämpfe bevorsteht, auch welchen wir uns mit all unserer Kraft vorbereiten müssen, indem wir mit Dichtern, Geschichtsschreibern, Rhetoren und allen Menschen ein Gespräch führen, von welchen auch wir immer einen Nutzen für die Kultivierung der Seele erwarten können. Deshalb soll man die Seele mit aller Sorge behüten, damit wir durch den Genuss der Reden nicht etwas Schlechtes aufnehmen, ohne es zu merken, wie es diejenigen tun, die die Gifte mit Honig verschlingen. Wir sollen nur diejenigen von ihren Schriften aufnehmen, in welchen sie die Tugend priesen oder die Bosheit verurteilten. Also sollen wir uns ihren Schriften nach der Weise der Bienen nahen. Denn jene fliegen weder alle Blumen gleichmäßig an, noch versuchen sie von denjenigen, die sie angeflogen haben, alles mitzunehmen, sondern nur so viel, wie ihnen für die Arbeit notwendig ist, den Rest ungetastet, unangetastet lassend.